Norwegen 1902. Der Maler Edvard Munch in einem heftigen Streit mit seiner Freundin. Ein Schuss fällt und trifft seine linke Hand. Der Konflikt mit Tulla Larsen wird zum Auslöser vieler Selbstbildnisse. Er nennt sie Selbstprüfungen in einer schwierigen Zeit. Das Magazin im Munch-Museum Oslo. Hier wird das künstlerische Vermächtnis von Edvard Munch aufbewahrt. Gemälde, Zeichnungen, Drucke. Mehr als 20.000 Werke, darunter fast alle Selbstbildnisse des Künstlers. Den Großteil der Selbstporträts lernt die Öffentlichkeit erst nach seinem Tod bei Sichtung des Nachlasses kennen. Munch wollte diese Arbeiten nie zeigen. Für ihn waren sie persönliche Auseinandersetzungen, Ergebnisse einer lebenslangen Selbsterforschung. Edvard Munch wird 1863 in Norwegen geboren. Er wächst in Kristiania, dem heutigen Oslo, auf. Mit 18 Jahren malt er zum ersten Mal sein Spiegelbild. Noch ganz im akademischen Stil. Doch er befreit sich schnell aus den Zwängen der Tradition. Das reine Abbild der äußeren Wirklichkeit interessiert ihn nicht. Er will innere Bilder malen. Momentaufnahmen der Seele. Mit 21 Jahren schließt sich Munch einem Kreis radikaler Freidenker an, der Christiania-Bohème. Intellektueller Kopf der Gruppe ist Hans Jäger. Munch porträtiert den Schriftsteller, sein großes Vorbild. Er begeistert sich für seine Maxime, du sollst dein eigenes Leben schreiben und eigene Erfahrungen offen zum Ausdruck bringen. Dieses Gebot beeinflusst Munchs Kunst nachhaltig. Er überträgt es konsequent in die Malerei. In seinen Porträts entblößt sich Munch wie kein anderer Künstler vor ihm. Die Bilder zeigen, wie er sich gesehen hat, als Künstler und vor allem in seinem Verhältnis zu Frauen. Dem breiten Publikum werden die Selbstbildnisse erstmals auf Initiative der Munch-Expertin Iris Müller-Westermann zugänglich gemacht. Normalerweise arbeitet sie im Stockholmer Museum für moderne Kunst. Bei den Forschungen hier im Munch-Museum in Oslo erkannte sie völlig neue Aspekte der Arbeiten und biografische Zusammenhänge. Das Bild auf dem Operationstisch entstand unmittelbar nach dem Schuss von 1902. Was ist damals eigentlich genau passiert? Wenn man sich das Bild anguckt, scheint es was sehr Dramatisches gewesen zu sein. Und es war es auch. Tulla Larsen und Munch haben sich ein letztes Mal getroffen. Und man hat über eine gemeinsame Zukunftsgestaltung gesprochen. Tulla Larsen wollte heiraten, Munch wollte das nicht. Er wollte seine Unabhängigkeit als Künstler bewahren. Und es schien sich keine Lösung zu finden. Und Munch hat sich in der Erregung mit dem Revolver in die linke Hand geschossen. Es gibt auch Krankenberichte überliefert, dass die Kugel im Mittelfinger stecken geblieben ist und die wurde operativ entfernt. Und genau das ist sozusagen der Ausgangspunkt. Allerdings sehen wir hier einen nackten Künstler und für die Operation einer Kugel aus der Hand oder aus dem Finger braucht man sich nicht nackt auszuziehen.
Und wenn man sich anguckt, wie Munk sich darstellt, stark dramatisch, Perspektive fluchtend in den Raum hinein, mit einem Mann, der nackt und fast tot da liegt. Das einzige Lebenszeichen ist die geballte linke Hand oder Faust. Und zusätzlich zu den drei Ärzten, die sich nicht um ihn kümmern, gibt es hinter einer Glasscheibe Studenten, die sich die Szene angucken. Eine Krankenschwester mit einer riesigen Schüssel voller Blut und ein riesiger totenkopfartiger Blutfleck auf dem Laken. Eine unglaublich dramatisierte, in Szene gesetzte Darstellung. Die Figuren sind nur skizzenhaft angedeutet. Munk wählt kräftige Farbtöne. Die Farbe tropft. Seine Malweise stellt alles bisher Dagewesene auf den Kopf. Munk ist ja niemand gewesen, der die Wirklichkeit gemalt hat. Er hat ja subjektive Erlebnisse versucht, bildlich zu gestalten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das hier sieht. Es geht darum, ein Erlebnis, was sehr traumatisch war, zu gestalten. Und was er macht, er weitet es auch aus. Es ist nicht nur der Revolverschuss, den er sich selber zugefügt hat, weil er eine Situation nicht lösen konnte, sondern er steht als Künstler 1923 in einer Situation, wo er Ausstellungen macht, er versucht bekannt zu werden und es gelingt ihm nicht. In Christiania lachen die Zuschauer über seine Bilder und verhöhnen ihn und er fühlt sich als jemand, der sich wirklich nackt zur Schau stellt und keiner versteht ihn. Munk sieht sich als Opfer. Für ihn trägt Tulla Larsen die Schuld an seiner Verletzung. Das Blut in den Händen der Krankenschwester ist Zeichen für die Lebenskraft, die Tulla ihm gestohlen hat. Gleichzeitig fühlt Munk sich verletzt durch die vernichtenden Stimmen der Kritiker. Das ist ja gar nicht fertig gemalt. So ein Geschmiere. Ein Skandal, diese Zerrbilder. Die Sache ist einfach. Der Mann ist geisteskrank. Man steht an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Dem Künstler geht es um das Lebensgefühl des modernen Menschen. Innerlich zerrissen und einsam. Doch seine Botschaft wird noch nicht verstanden. Sein Bild, das kranke Kind, ruft einen Schrei der Empörung hervor. Munk erinnert sich darin an den frühen Tod seiner Schwester Sophie. Sie starb 15-jährig an Tuberkulose. Er versucht, seiner Trauer Gestalt zu geben. Er setzt die Farbe in vielen Schichten übereinander, verwischt sie und ritzt tief in sie hinein, bis auf den Grund der Leinwand. Also dieser Prozess, unter die Haut zu gehen, unter das Sichtbare zu gehen, ein Gefühl visuell umzusetzen, das war für ihn, das sagt er auch selber, das Bild war ein Wendepunkt in meiner Kunst. Da hat er sozusagen Naturalismus eigentlich verlassen. Munk malt nicht das fotografische Abbild des tuberkulosekranken Mädchens. Er hält den Moment des Abschieds fest, wie er seine Schwester erinnert und fühlt. Es sollten keine Interieur mehr gemalt werden. Keine Menschen, die lesen, keine Frauen, die stricken. Es müssten lebendige Menschen sein, die atmen und fühlen, leiden und lieben. Und das erste Selbstbildnis, was sich dann direkt daran anschließt, ist im Jahr 1886, wo er in seine Haut, also seine Gesichtshaut, reinritzt mit dem Pinselstiel, wo wirklich die Haut, die Gesichtshaut, eine Oberfläche wird, die zeigt, dass Munk vom Leben gezeichnet ist, obwohl er erst 23 Jahre alt ist. Der Künstler ist als Kind häufig krank. Lange Zeit fürchtet er selbst, an Tuberkulose zu sterben, einer damals weit verbreiteten Krankheit. Besonders dramatisch an seiner Kindheit ist der frühe Tod seiner Mutter. Als sie stirbt, ist Munk erst 5 Jahre alt. Dieser Verlust prägt seine Kunst. Er wird nie ganz darüber hinwegkommen. Der Schuss, die Verletzung,
und die Ablehnung seiner Kunst in Norwegen lasten schwer auf ihm. Wie er seine Situation sieht, zeigt das Selbstbildnis in der Hölle. Wieder stellt Munk sich nackt dar, allerdings nicht bewusstlos oder wie tot. Er steht aufrecht da, die Augen auf den Betrachter gerichtet. Zwischen Kopf und Körper rote Pinselstriche wie ein Schnitt. Wieder ist der Künstler verletzt, dennoch ist seine Haltung selbstbewusst. Die tödlichen Flammen scheinen ihm gleichzeitig Energie zu geben. Munk inszeniert das Inferno als Farbraum. Hinter ihm wächst ein riesiger bedrohlicher Schatten empor, der gleichzeitig Balance schafft. Ohne den Schatten würde die Figur versinken. Er inszeniert sich im Selbstbildnis in der Hölle als genialen Künstler. Für seine Vision ist er bereit, durchs Feuer zu gehen. Munk ist 40 Jahre alt. Er reist. Berlin, Hamburg, Paris, Prag. Seine innere Unruhe lässt ihn nirgendwo lange verweilen. Während in Norwegen die Kritiker wüten, gewinnt Munk im Ausland mehr und mehr Anerkennung. Besonders in Deutschland kommt es zu großen Erfolgen und Einzelausstellungen. Hier findet er Förderer, die sich für seine Kunst einsetzen. Die Trennung von Tulla Larsen verfolgt ihn. Immer wieder macht er das Schusserlebnis und die verletzte Hand zum Thema seiner Selbstbildnisse. 1905 entsteht das Bild Mord. Die Frau steht im Hintergrund, dennoch ist alles ihrer Ausstrahlung unterworfen. Obwohl sie Munks Hand nicht verletzt hat, ist sie diejenige, die das Unglück herbeiführt. Mit starken Kontrasten verwandelt Munk die Szene in eine Metapher für den Abgrund zwischen Mann und Frau. Viele Leute denken, Mensch, malt er immer noch dieses Verhältnis mit Tulla Larsen, immer noch diese Hassbilder, immer noch der Mann als Opfer der Frau. Und ich denke, wenn man das so sieht als jemand, der etwas sehr Traumatisches erlebt hat und der das, anstatt zu erzählen nur, immer wieder malt, immer wieder, bis dann irgendwann ein Punkt kommt, wo man das loslassen kann. Für ihn war Kunst ein Prozess, wie andere Leute in Therapie gehen. Die sprechen über ein Problem und Munk hat darüber gemalt. Das Verhältnis der Geschlechter zueinander ist vom Anbeginn seines Schaffens ein zentrales Thema. Die erotische Begegnung mit der Frau verunsichert den Mann zutiefst. Er leidet an dem Konflikt zwischen der Sehnsucht nach der Frau einerseits und seiner Bedrohung durch das weibliche Geschlecht andererseits. Die weibliche Erotik als dämonische Kraft im Bild Vampir. Sie nimmt den Mann vollkommen gefangen. Und wieder spielt der Schatten eine entscheidende Rolle in der Komposition. Munk entwirft den Schatten sowohl als eine Zusammenfassung des Paares, das es noch mehr zusammenbringt, und gleichzeitig als etwas Bedrohendes. Also eine Höhle, die Schutz bietet und gleichzeitig aber auch eine Bedrohung. Und das Interessante ist eigentlich, dass Munk einer der ersten Künstler ist, der das rausarbeitet, die Sehnsucht nach Nähe, die gekoppelt ist mit der Angst vor eben dieser Nähe, weil Nähe bedeutet Kontrollverlust und in dem Kontrollverlust kann man verletzt werden. Und in Munks Bildern sind es die Männer, die verletzt werden. Und das ist in der Kunstgeschichte nie vor ihm so behandelt worden. Ich habe in der Übergangszeit gelebt, mitten in der Frauenemanzipation.
Da war es die Frau, die verführt und lockt und den Mann betrügt. Die Zeit von Carmen. In der Übergangszeit wurde der Mann der Schwächere. Trotz wachsender Anerkennung im Ausland geht es ihm immer schlechter. Er trinkt, ist extrem angespannt, leidet an Verfolgungsängsten. Später schreibt er rückblickend auf diese Zeit: Das Gefährlichste war, dass ich wusste, ich würde wirklich verrückt werden. Mein Zustand war an der Grenze zum Verrücktsein. In dieser Zeit schafft Edvard Munch Selbstporträts, die er als die wichtigsten seines Lebens bezeichnet. Schonungslos offenbart er die Angst, die Kontrolle über sich zu verlieren. Im Selbstporträt mit Weinflasche sitzt er am vorderen Bildrand, eingeklemmt zwischen Tischreihen. Sie erzeugen einen extremen Sog in den Raum hinein. Der Kopf ist das Zentrum. Alle Linien laufen in ihm wie in einem Fluchtpunkt zusammen. Der Rot-Grün-Kontrast beherrscht die Szene und vermittelt den Eindruck höchster Spannung. Er wird verstärkt durch orange-rote Farbpartien, die hinter Munchs Rücken emporzüngeln. Das Selbstporträt mit Weinflasche zeigt den Künstler in der Tiefe seiner Lebenskrise. Munch sitzt da in einer Haltung, wo die Hände unglaublich schlapp zusammengelegt sind, keine Kraft im Körper. Und gleichzeitig hat man das Gefühl, in seinem Kopf brodelt alles. Und sein Kopf ist auch vor einen roten Hintergrund gesetzt. Und hinter ihm stehen so zwei Kellner Rücken an Rücken. Sieht ja so aus, als ob sie einen Körper haben, aber in zwei Richtungen sich trennen. Und wie eine Schizophrenie, man splittert sich auf. Und das ist wohl auch das Thema, was Munch in der Zeit in vielen Bildern, nicht nur Selbstbildnissen, beschäftigt hat. Dieser Prozess der Aufsplitterung, Spaltung. Meine Seele ist gespalten, wie zwei Vögel, die aneinander gefesselt sind und verzweifelt versuchen, in entgegengesetzten Richtungen davonzufliegen. Diese existenzielle Verunsicherung durchziehen Munchs Selbstbildnisse wie ein melancholischer Grundton. 1892 malt er das Bild Verzweiflung. Der Mann im Vordergrund ist der Künstler selbst. Hinten erkennt man den Oslofjord. Die Diagonale des Geländers erzeugt eine dramatische Perspektive. In diesem Bild bringt Munch eine Angst zum Ausdruck, die er Jahre zuvor bei einem Spaziergang in Christiania empfunden hat. Ich lief mit zwei Freunden den Weg entlang. Die Sonne ging unter. Ich spürte einen Anflug von Melancholie. Der Himmel verfärbte sich plötzlich blutrot. Ich hielt inne, lehnte mich todmüde ans Geländer. Meine Freunde gingen weiter. Ich stand da, zitternd vor Angst. Und ich fühlte einen großen, unendlichen Schrei durch die Natur. Der Schrei, sein berühmtestes Gemälde. Hier hat Munch das Angstmotiv zum Sinnbild des modernen Menschen und seiner Einsamkeit weiterentwickelt. Also ich denke, das Interessante ist, dass Verzweiflung die erste Version war, die noch ein Selbstbildnis ist, wo man ihn noch erkennen kann. Und dann formt er es um, macht es mehr, generalisiert es mehr, sozusagen, dass es nicht nur er ist, sondern dass es ein menschliches oder ein Wesen ist, ein lebendes Wesen, was diese existenzielle Angst erfährt. Also er hat das Motiv dramatisiert und verallgemeinert. Und da gibt es ganz viele Beispiele in Munchs Kunst, wo er bei sich selber angefangen ist. Und man kann vielleicht dazu sagen, dass ein Künstler, der nicht das malen will, was man mit den Augen sehen kann, sondern das, was man eben nicht sehen kann, der fängt bei sich selber an. Meine Kunst war ein Selbstbekenntnis.
Sie war wie die Warntelegramme des Radiotelegrafisten von dem sinkenden Schiff. Ich habe gleichwohl das Gefühl, dass die Lebensangst eine Notwendigkeit für mich ist. Ohne Lebensangst und Krankheit wäre ich ein Schiff ohne Steuer. Munk erleidet einen Zusammenbruch mit Lähmungserscheinungen. Er lässt sich in die Nervenklinik von Professor Dr. Jacobsen in Kopenhagen aufnehmen. Während seiner Genesung malt Munk eines der wichtigsten Bilder dieser Zeit, das Selbstbildnis in Kopenhagen. Wieder sitzt er dem Betrachter zugewandt auf einem Stuhl. Allerdings blickt er nun sein Gegenüber direkt an und schaut nicht verzweifelt in sich hinein. Während das Gesicht detailliert und mit feinem Pinsel gemalt ist, baut er seinen Körper und das Zimmer aus breiten, waagerechten und senkrechten Strichen auf. Munk ist wieder zu Kräften gekommen und blickt nun erwartungsvoll in die Zukunft. Die Malweise zeigt aber auch, dass das Gleichgewicht labil ist. Man hat das Gefühl, er setzt sich aus Strichen wieder zusammen. Stück für Stück, Steinchen für Steinchen, Strich für Strich. Und in diesem Selbstbildnis sieht man, das Gesicht ist schon wieder ziemlich fest und der Körper, der ist dabei, zusammengesetzt zu werden. Und nur der Blick aus dem Fenster, das ist noch total diffus und unklar. Also die Welt draußen, die geht ihn noch nichts an. Zur Therapie gehören auch sogenannte Elektrifizierungen. Mit ihnen soll das Gleichgewicht zwischen den inneren weiblichen und männlichen Anteilen wiederhergestellt werden. Munk ironisiert die Situation. Also Elektrifizierung, das war nicht Elektroschocktherapie, sondern mit leichten elektrischen Strömen wurden Patienten behandelt, um ein Gleichgewicht herzustellen. Und bei Munk sieht es ja so aus, dass die weibliche und männliche Energie in Unbalance war und die muss balanciert werden. Wenn man sich die Zeichnung genau anguckt, sieht man, dass der elektrische Strom erst durch Krankenschwester geht und dann durch den Arzt geht und dann an Munks Kopf geleitet wird. Also durch männliche und weibliche Personen wird die ausbalanciert und dann wird sie in Munk reingeleitet, um ihn wiederum zu balancieren. Das Selbstbildnis in Kopenhagen markiert den Beginn einer neuen Phase. Schon während seines Aufenthalts in der Klinik ist er ungeheuer produktiv, malt und organisiert Ausstellungen in Kopenhagen, Christiania und Bergen. Mit neuem Lebensmut kehrt der Künstler nach Norwegen zurück. Nun bekommt er auch hier die lang ersehnte Anerkennung. Man ernennt ihn zum Ritter des königlich-norwegischen St. Olaf-Ordens. In Christiania widmet man ihm die erste große Einzelausstellung. Es folgen zahlreiche Ankäufe der Nationalgalerie und norwegischer Privatsammler. Er lässt sich in dem kleinen Hafenstädtchen Kragerø am Oslofjord nieder. Von nun an lebt er zurückgezogen und auf seine Gesundheit bedacht. Zu den ersten Arbeiten nach der Genesung gehört ein androgynes Selbstbildnis. Hier gleicht Munk die gegensätzlichen Kräfte des Männlichen und Weiblichen in sich aus. In einem ganz neuen Licht sieht sich der Künstler 4 Jahre später. Er reckt sich nach oben dem Leben entgegen. Er gibt sich ganz der wärmenden Sonne hin. Munk hat das Männliche als positive Kraft in sich wiederentdeckt. Als Vorlage zu diesem Bild dient ihm ein Foto. Er ist einer der ersten Maler, der mit der Kamera experimentiert und sie für die Arbeit nutzt. Für seine Selbsterforschungen lotet er auch mit der Kamera immer wieder neue Standorte aus. Mit der wachsenden Anerkennung ist es einfacher für Munk, in Norwegen zu leben. Er arbeitet in der Abgeschiedenheit, nach der er sich immer gesehnt hat und die er zum Malen so dringend benötigt.
Seiner kontinuierlichen Selbstbefragung bleibt er treu. Ich mache eine Studie der menschlichen Seele, indem ich mich selbst beobachte. Ich benutze mich selbst als lebendiges Experimentierfeld für diese Untersuchung der Seele. Munk intensiviert die Arbeit an den Selbstporträts. Fast täglich widmet er sich seinem Spiegelbild. Es ist, als verliere er sich niemals aus den Augen. Für ihn ist die Malerei sowas wie ein Spiegel, über den man sich selber erkennt. Und Selbstbildnisse eben auch sind wie der Versuch, sich in einer bestimmten Situation Klarheit zu verschaffen über die Problematik einer Situation oder wo man jetzt gerade steht oder was das Wichtigste ist. Und nicht mit dem Ziel, dass man eine Identität schafft, die sozusagen wie eine unzerstörbare, heile Kugel wäre, sondern seine Identität, das sind ja Facetten, das sind Aspekte einer Persönlichkeit. Es gibt nichts Ganzes mehr. In den späten Selbstbildnissen sieht Munk sich nicht mehr als Opfer, klagt keine fremde Gewalt an und macht niemand anderen verantwortlich für seine Lage. Er steht nur sich selbst gegenüber und sichert die Spuren seines Lebens. Alleinsein im nächtlichen Zimmer. Im Nachtwandler scheint der Künstler zur späten Stunde aufgewacht. Er geht im Haus umher und sieht sich unerwartet im Spiegel. Das Licht der Glühbirne legt sich wie ein schwefelgelber Kranz auf das zerzauste Haar. Es ist ein Bild des Erschreckens. Bin das wirklich ich? Sehe ich so aus? Und wie jemand, der nachtwandelnd durchs Leben geht eigentlich. Und es ist auch ein Bild großer Einsamkeit, weil da ist nichts. Und wenn man sich das Bild anguckt, dann sieht man einen Flügel dort. Und ansonsten ist der Bildraum ziemlich leer und trotzdem wirkt er unglaublich klaustrophobisch. Es ist eben ein Bildraum, wo das Heim nicht der kuschelige Ort ist, in dem man sich zurückzieht, sondern auch ein Ort der Einsamkeit. Der Einsamkeit kann man nicht entkommen. Jahre zuvor hatte er bereits eine ähnliche Situation skizziert. Erschrocken trifft er auf sein Spiegelbild, als begegne er einem Gespenst. Der Spiegel ist hier jedoch sichtbarer Teil der Szene. Im Nachtwandler wird die Bildoberfläche selbst zum Spiegel. Gleichzeitig blickt der Betrachter auf den Künstler, als schaue er sich selber an. Die Frage nach dem Ich wirft Munk so auf den Betrachter zurück. In der folgenden Zeit, bis zu seinem Tod 1944, er wird 81 Jahre alt, geht Munk keine enge Beziehung zu einer Frau mehr ein. Er bleibt Außenseiter. Am Tanz des Lebens will er nicht teilnehmen. Sein Zuhause ist die Kunst. Im unsicheren Terrain des Lebens ist sie der Ort, an den er immer wieder zurückkehrt.